Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in, wie immer, 5 Minuten, eine neue Tutorial-Reihe und zwar Differentialgleichungen lösen. Und ja, wie habe ich im Studium Differentialgleichungen gelöst? Ganz einfach, also beziehungsweise gelernt, indem ich einfach Übung, 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 Übung gemacht habe. Und deswegen würde ich jetzt sagen, in dieser ganzen Tutorial-Reihe wird jetzt über mehrere Videos, ich vermute werden um die 20 Videos etwas werden, gibt es Übungen, 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 wo ihr wieder Pause drücken könnt und dann wieder vergleichen könnt, ob ihr da irgendwie mit der Lösung übereinstimmt oder wo es gelegen hat. Also wie gesagt, hoffe ich langweile euch jetzt nicht hier die nächsten 20 Videos und würde sagen, starten wir gleich los. Erste Aufgabe ist y' + 5 = 0. Wie gesagt, immer wieder gleiche Schema. Hier Pause drücken, irgendwo da unten ist dieser Button, Pause drücken, versucht selber durchzurennen. Schwierigkeitsgrad wird von Video zu Video immer ein bisschen kniffliger. Und ja, schau mal, wie lange meine Stimme durchhält. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal hinein ins Vergnügen. Also y' + 5 = 0. Wie löse ich jetzt irgendwie diese Geschichte? Zuerst diese 5 auf die andere Seite, dann habe ich y' = -5. So, jetzt habe ich hier ja die Ableitung von y, also die erste Ableitung. Jetzt geht es weiter. Auf beiden Seiten integrieren. Und zwar integriere ich hier und hier. Nach was integriere ich? Hier integriere ich nach x, hier integriere ich nach y. Und ja, das y' integriert ergibt y und hier das ergibt -5x. Somit kann ich sagen, y' = -5x. Und was fehlt noch, Leute? Wird oft vergessen, plus c, die Integrationskonstante. So, jetzt hier Beispiel 2 machen wir hier gleich rein. Wenn ich folgendes stehen habe, und zwar dy / dx = 0. Wie funktioniert das? Wisst ihr wieder? Das kann ich ja, also so allgemein, y' bedeutet ja, vielleicht hätte ich das hier oben schon erwähnen sollen, dy / dx, deswegen kommt auch hier das zustande. Jetzt wieder das dx auf die andere Seite, dann habe ich dy = 0 dx und Integralbereich auf beiden Seiten. Und dann habe ich hier 0 integriert über eine, also Integration über 0 ist ja wiederum 0. Und hier dy Integral über, hier steht ja 1 eigentlich drin, die wird oft nicht hingeschrieben, ergibt dann sozusagen die 1. Ne, ergibt nicht die 1. Sorry, es steht ja schon die 1 da, also ergibt sich hier y. Und somit ist y 0 + wieder unsere Integrationskonstante c. Somit y' = c. Ja Leute, das waren heute schon mal die ersten 2 Differentialgleichungen. Jetzt geht es gleich weiter mit den Übungen 3, 4. Und ja, würde mich freuen, wenn du noch dabei bist. Und ja, wünsche dir schon mal einen schönen Tag. Daumen hoch, falls es dir gefallen hat. Abonniert meinen Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ja, noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in, wie immer, 5 Minuten.